Und genau das sind ja diese top aktuellen Dinge, die lernt ein Arzt nicht im Medizinstudium. Und wenn er sich nicht die ganze Zeit fortbildet und richtig dran ist beim Thema Ernährung, was minimalen Teil seiner Arbeit ausmacht, dann weiß er das nicht. Und beim Ernährungsberater sieht es genauso aus. Ja, in der Ausbildung im Studium lernst du solche Sachen einfach nicht. Ist Protein vielleicht doch nicht so gesund, wie immer gesagt wird, oder hat er ein paar dunkle Geheimnisse? Genau das schauen wir uns heute an und damit herzlich willkommen bei Intellytics, deinem Kompass im Gesundheits- und Ernährungsdschungel. Mein Name ist Vincent Braukemper und wir schauen uns direkt Punkt 1 an, die Nieren. Denn in einer aktuellen Studie wurde untersucht, wie sich Bodybuilder-Nieren verhalten. Ja, das heißt von Menschen, die 300 bis 400 Gramm Protein täglich aufnehmen. Und was war da los? Die Nieren wiesen eine höhere Echogenität im Ultraschall auf, waren größer und kräftiger. Und zudem hatten sie einige Marker, die sonst bei nierenkranken Personen auftreten. Heißt das also, dass hoher Proteinkonsum die Nieren krank macht? Nein, ganz im Gegenteil. Auch in dieser Studie kam heraus, die Nieren haben eine bessere Filterleistung und sind einfach gesünder und leistungsfähiger. Ja, und das Problem ist, dass das sehr verwirrend ist für Leute, die eben die Standardwerte von Standardmenschen kennen und dann irgendwelche Fehldiagnosen stellen. Und an der Stelle möchte ich mal die Ärzte in Schutz nehmen, die da oft falsche Infos rausgeben, denn die lernen ja nichts im Medizinstudium darüber. Und du kannst dir das so vorstellen, ein Arzt, der hat wirklich einen vollen Tag, ganz besonders in der Zeit im Krankenhaus. Und auch wenn er eine Praxis hat, ne, das ist nicht nur Behandeln, das ist ja auch noch Managen eines kleinen Unternehmens, da kommen die einfach mit der Weiterbildung, gerade im Bereich Ernährung, was einfach in der Praxis immer noch fast keinen Menschen interessiert, wir leben ja in einer Bubble, da kommen die nicht in dem Ausmaß hinterher. Deswegen, wir wissen jetzt, es ist eine physiologische Anpassung und beim Bizeps zum Beispiel würdest du ja auch nicht sagen, hey, der ist krank oder kaputt, weil der größer ist und mehr Gewicht bewegt. Ne? Das ist ja kein Alarmsignal, sondern das ist eher positiv. Punkt 2, auch nochmal Nierensteine. Ein hoher Proteinkonsum führt zu Nierensteinen. Das wurde auch lange Zeit gelehrt und auch davor gewarnt von der DGE, die natürlich bei Leuten, die etwas gebildeter sind, schon lange nicht mehr hoch im Kurs steht, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Und an der Stelle muss man der DGE aber mal einen Pluspunkt geben, denn sie hat eine Studie aufgesetzt, in der das ganze Thema nochmal untersucht wurde, aus dem Jahr, ich glaube, 22, 23 oder 24, ich blende sie hier ein. Und ja, da kam tatsächlich heraus, ein hoher Proteinkonsum ist in keiner Art und Weise mit der Bildung von Nierensteinen assoziiert. Also auch die Gefahr ist jetzt endgültig vom Tisch. Dieses Jahr kam dann dieser Knaller, wo alle schockiert waren. Protein, insbesondere die essentielle Aminosäure Leucin, die ja mit die Wertigkeit einer Proteinquelle bestimmt, verkalkt die Arterien. Und naja, was da in der Studie gezeigt wurde, das scheint auch so zu stimmen im Rahmen dieser Bedingungen. Und der Grund dafür soll eben, ja, die anabole Kinase mTOR sein, die ausgelöst wird durch Protein bzw. auch insbesondere Leucinkonsum. Und naja, wir schauen uns jetzt mal ganz kurz zwei Dinge an, dann wissen wir ganz genau, woher der Winter weht. Denn einmal wissen wir zum Beispiel, dass Fructose, also theoretisch auch Obst, dass Cholin und Carnitin, in Kombination TMAO, was auch in Fisch vorkommt, und Fett und viele andere Dinge, Eisen, whatever, alles Dinge, die wir brauchen, die gute Vorteile für unseren Körper haben, auch die Gefäße schädigen können. Ja, im Prinzip kann jeder Makronährstoff die Gefäße schädigen, wenn ein paar Dinge falsch laufen. Und diese mTOR-Geschichte ist jetzt nichts weiter als, natürlich ist mTOR für Anabolismus zuständig und kann sogar Krebs auslösen, wenn du 24/7 mTOR aktiv hast. Das bedeutet aber, in der Praxis übersetzt, das trifft zu, wenn du den ganzen Tag nur frisst, rumliegst, dich nicht bewegst, ja, dann hast du viel zu hohe mTOR-Aktivitäten, dann passieren genau solche Dinge. Das liegt dann aber nicht am Proteinkonsum, sondern am Lifestyle. Und da darf man dann halt mal Ursache und Wirkung auseinanderhalten. Und manche Forscher sind so tief in ihrer Science drin, dass sie den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Und die Mainstream-Presse freut sich, wenn sie irgendwas, naja, zerreißen kann und die Leute verunsichern kann und viele Klicks kriegt. Weil um mehr geht es am Ende nicht. Also, Protein verkalkt nicht die Arterien. Und damit wären wir auch beim nächsten Punkt, nämlich Protein lässt dich schneller altern. Und auch das stimmt. Auch das stimmt, wenn du permanent hohe mTOR-Aktivität hast. Ja, auch viele Kohlenhydrate lassen dich zum Beispiel schneller altern, allein durch die hohe permanente mTOR-Aktivität. Und es liegt im Prinzip nicht am Protein, sondern es liegt eher am Kalorienüberschuss, am permanenten Kalorienüberschuss und der entsprechenden hormonellen Kaskaden und den Auswirkungen aufs Nervensystem. Ne? Es gibt ja auch dieses Buch How Not to Die, das ist übrigens ein Not to Read, das ist sehr brainwashing geschrieben und es stimmt halt wieder die Hälfte nicht, weil genau solche Dinge ausgeklammert werden, die man eigentlich wissen sollte. Da wird halt zum Beispiel gezeigt, dass Leute auf irgendwelchen Inseln irgendwo und nirgendwo besonders lange leben und die ernähren sich so und so, zum Beispiel sehr proteinarm, also lässt uns Protein schneller sterben. Das ist
Es ist eigentlich absurd, dass es Leute gibt, die das noch glauben, aber das Buch ist wirklich verwirrend, wenn man nicht in der Thematik ist. Ich gebe es zu. Whatever. Was hat es mit diesem mTOR auf sich? Ist der Gegenspieler von AMPK, brauchst du dir eigentlich gar nicht merken, sondern du darfst einfach wissen, mTOR ist zum Beispiel dafür zuständig, dass du dich regenerierst, dass sich Zellen reparieren, dass Wunden heilen, dass du Muskeln aufbaust, dass du überhaupt jegliche Anpassungen vornehmen kannst. Ja, mTOR ist mit dem Parasympathikus, also dem Entspannungsnerv, übrigens zum Thema Stress und Entspannung, haben wir hier ein geiles Video, assoziiert. Ja, das heißt, während du entspannt bist, werden all diese Dinge passieren. Wenn du im Stressnerv bist, gesunden physiologischen Stress hast, werden die Gegenregulationen stattfinden. Das heißt, Krebszellen werden wieder abgebaut, etc. Zum Beispiel, wir haben im Schnitt 10 bis 15 Mal in unserem Leben Krebs, ohne es zu merken. Ja, weil einfach, wenn wir gut reguliert sind, einfach entsprechendes Zellwachstum wieder zurückreguliert wird von dem Gegenspieler von mTOR, AMPK. Fakt ist, mTOR lässt dich zwar altern, wenn du es chronisch aktiv hast, aber es ist auch dafür zuständig, dass du gesund bleibst und zum Beispiel auch weniger alterst, dadurch, dass du entspannst, dadurch, dass dein Immunsystem sich regenerieren kann. Ne, Muskeln zum Beispiel sind ja sogar auch noch Immunsystem. Dadurch, dass Enzyme gebildet werden können und sämtliche Erholungs- und Anpassungs- und Regenerationsprozesse stattfinden können. Ohne Regeneration sehr schnelle Alterung. Sinnvoll. Also mTOR ist für Regeneration zuständig. Ich verstehe immer noch nicht, wie man so einen einseitigen Blick auf irgendwie so eine Kinase, ein Enzym, irgendwas haben kann. Aber ja, dafür gibt es den Kanal. So, jetzt aber. Tierische Proteine sind ungesund und man sollte pflanzliche Proteine bevorzugen. Richtig? Naja, aus ethischer Sicht kann man dem nichts hinzufügen. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Jetzt geht es aber hier um die Gesundheit, um die Physiologie und da wollen wir jetzt die Wahrheit, richtig? Also, erst einmal sind pflanzliche Proteine für unseren Körper weniger bioverfügbar, insbesondere wenn sie intakt sind und nicht aus Isolaten wie zum Beispiel Sojaproteinshake oder sowas kommen. Heißt, unser Körper kann einfach aus tierischen Proteinen mehr machen. Die sorgen zum Beispiel für eine bessere Proteinsynthese und einen höheren Anstieg essentieller Aminosäuren. Haben wir übrigens eine schöne Studie auch mal zu reviewt. Jetzt ist es natürlich so, dass tierische Proteine öfter mit gesättigten Fetten etc. kommen und da viele Leute auch 2024 noch denken, dass sie die Cholesterinwerte erhöhen würden, was aber beim gesunden Menschen, der einen ausgewogenen Lifestyle hat, nicht der Fall ist. Außer er hat wirklich Pech mit der Genetik. Aber sonst wirklich eine alte Kamelle. Was wir allerdings wissen dürfen, ist, dass tierische Proteine oft in Kombination mit essentiellen Mikronährstoffen kommen oder auch nicht essentiellen Mikronährstoffen, die einen sehr großen Einfluss auf unsere Gesundheit haben und die wir nicht aus pflanzlichen Quellen beziehen können. Die da zum Beispiel wären Carnosin, Carnitin, Hemmeisen, Taurin, Cholin, Glycin, Retinol, EPA, DHA, ne? Also all diese Dinge, die bekommen wir nun mal nicht aus pflanzlichen Quellen. Okay, EPA, DHA mittlerweile aus der Chytrium-SP-Alge, aber ansonsten sind das wichtige Nährstoffe, ohne die wir teilweise zwar überleben können, aber nicht so gesund sein könnten, wie es ansonsten möglich wäre. Um das also abzuschließen, nein, aus gesundheitlicher Sicht sind tierische Proteine den pflanzlichen in keiner Art und Weise unterlegen, sondern sogar zumindest im gewissen Teil sehr, sehr vorteilhaft. Wenn wir jetzt ein gewisses Minimum haben, auf jeden Fall, und einen großen Anteil der Ernährung über tierische Proteine zu decken, wäre aus gesundheitlicher Sicht ebenfalls sinnvoll. Letzter Punkt, Protein und Stoffwechsel. Zu viel Protein macht auch dick und wenn man zum Beispiel Proteinshakes trinkt oder überhaupt viel Protein isst und dann nicht ganz viel Sport macht, dann wird man dick und aufgeschwemmt. Kalorien hat ja auch viele Proteine. Protein hat ja auch viele Kalorien. Und was ist da dran? Naja, da gibt es wirklich, und das ist meiner Meinung nach der spannendste Punkt von allen, verschiedene Perspektiven. Einmal wissen wir, dass Proteinkonsum die Sättigung reguliert. Das heißt, Tiere oder auch Menschen, die weniger Protein essen, essen dafür mehr Kohlenhydrate und Fett, also nehmen mehr Kalorien auf. Wenn wir jetzt also beim halbwegs intuitiven Essen sind, wo am Ende des Tages jeder, der nicht komplett zwangsgestört nur nach Zahlen auf irgendeiner App isst, wenn wir da sind und der nicht irgendwie ständig Hunger haben will und dadurch Stress haben will und dadurch dann am Ende zunimmt, ja, der wird einfach ein sehr leichtes Leben haben, wenn er seinen Proteinbedarf deckt. Und dafür muss er viel weniger Kalorien essen, als umsonst irgendwie satt zu werden. So, das ist erstmal der Protein-Leverage-Effekt. Jetzt ist es so, was ist denn aber, wenn ich trotzdem viel zu viele Kalorien durch Protein aufnehme? Dann setzen die doch an. Nein, tun sie nicht. Wirklich nicht. Warum nicht? Einerseits, weil der Körper viel Besseres mit Protein zu tun hat, als daraus Fett herzustellen. Denn Protein ist in erster Linie kein Energieträger. Ja, es hat auch 4 Kalorien pro Gramm, aber ein Drittel davon geht schon durch thermische Effekte verloren. Und dann ist es halt nun mal so, dass das Immunsystem auf Protein läuft. Das braucht viel Protein. Nicht nur die Muskeln. Organe, Enzyme, diverse Dinge werden aus Protein hergestellt. Und da die meisten Leute eh zu wenig Protein essen, naja, wird der Körper da immer einiges nachzuholen haben oder kann da irgendwelche Funktionen optimieren. Bevor der dann mal sagt, hey, okay, wir sind jetzt im Kalorienüberschuss und das auch noch durch Protein. Ja,
das bisschen, was dann übrig bleibt, das muss dann erstmal zu Kohlenhydraten umgewandelt werden, von Kohlenhydraten zu Fett. Da geht noch zweimal die Hälfte der Energie verloren. Da sind wir beim Viertel bis im Achtel der ursprünglichen Energie, die noch irgendwo im Körperfett ankommen kann. Und das ist nur Theorie, denn wir haben spannende Studien aus der Praxis, die zum Beispiel zeigen, dass ein Protein-Overfeeding, da wurden zum Beispiel in einer Studie 1000 Proteinkalorien täglich zusätzlich verfüttert an die Probanden und die hatten weniger Körperfett als die Gruppe mit 1000 Kalorien weniger, aber entsprechend auch den, jetzt muss ich kurz rechnen, 250 Gramm Protein weniger am Tag. Das heißt, die eine Gruppe hat mehr gegessen, aber bessere Ergebnisse in Bezug auf Körperfettreduktion erzielt. Und die gleiche Studie oder eine vergleichbare Studie wurde dann nochmal wiederholt. Da wurde der Proteinkonsum an die Körpermasse angepasst. Da haben auch wieder zwei Gruppen eine identische Diät bekommen oder eine identische Mahlzeit. Und die eine Gruppe hat pro Kilo Körpergewicht 1,1 Gramm Protein täglich zusätzlich bekommen. Und guess what? Die mit den zusätzlichen Proteinen, aber auch zusätzlichen Kalorien, hatte am Ende weniger Körperfett. Also Protein macht alles, 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 außer dick. Es ist der ultimative Diät-Hack, einfach mehr Protein zu essen oder zu trinken oder whatever. Ein hoher Proteinkonsum korreliert übrigens auch mit geringeren Blutzuckerspiegeln und geringeren Blutfettwerten. Ganz final für die Praxis, was heißt das, was soll man jetzt machen? Ist genug Protein, was ist genug? Pro Kilogramm Körpergewicht 1,5 bis 2,5 Gramm Protein. Ja, theoretisch reichen 1,5 Gramm. Ich kann dir aus der Praxis sagen, die Leute, die mehr essen, gerade die dann mal irgendwie sagen, okay, ich gebe Gas und gehe in den Bereich 2,5 bis 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Die haben die besten Ergebnisse. Ist Fakt. Ich habe es jetzt selbst in letzter Zeit auch nochmal ausprobiert und ich bin gerade verletzt und bin ein bisschen eingeschränkt, was Training und so weiter angeht und habe auf 2,5 bis 3 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht erhöht und ich bin erstaunt, wie gut sich die Form hält und wie fit ich bin. Ich glaube, ich war schon seit Jahren optimiert, so gesund wie jetzt. Ich kann es dir nur ans Herz legen. Schau, dass du dein Protein deckst. Coole proteinreiche Rezepte wird es übrigens in der nächsten Version von Intelligent Essen geben. Das ist mein Bestseller zum Thema Stoffwechsel. Ich verlinke dir schon mal die Reservationsseite, wo du zum Start einen besonders guten Deal bekommst. Also verschenkst wahrscheinlich zum Start oder gibst für die Eigenkosten raus. Und ja, ansonsten wirst du, auch wenn du Proteinrezepte googelst, ne, du brauchst das nicht dafür, das ist kein Kochbuch, das ist wirklich ein Stoffwechselbuch. Wenn du proteinreiche Rezepte googelst oder sowas, wirst du schnell was finden. Die Sache ist die, und das mag ich jetzt echt nochmal für die Praxis mitgeben, die meisten Leute haben ganz falsche Relationen, was man wie zusammenstellt. Die denken halt wirklich auf dem Teller, da muss ein Großteil der Mahlzeit irgendwie eine Beilage sein, Nudeln, Kartoffeln, Reis, whatever, und haben dann ein bisschen Protein, ein bisschen Fleisch, ein bisschen Eier oder so dabei. Die Dimensionen sind total verrutscht zugunsten von Beilagen. Im Prinzip ist es ganz gut, mal zu sehen, wie man so eine Mahlzeit aufbaut, damit wirklich die Proteine am Ende des Tages reinkommen. Das ist einfach, wenn man das einmal gecheckt hat. Nur es ist nicht das, wie man isst hierzulande. Ja, sondern da isst man einfach, und also das ist auch nichts, was man beim Essen gehen irgendwie gut bekommt oder sowas, sondern das ist halt wirklich ein anderes Game, die hohen Proteinmengen zu essen und zu trinken. Genau. Dazu wird es, wie gesagt, mehr im Buch geben. Wenn das spannend ist, schreibe ich in die Kommentare, mache ich da auch einfach noch ein Video zu. Ja, es ist hier nicht, es ist kein Vermarktungs-Channel für mein Buch, das läuft sowieso gut. Also deswegen, wenn du es spannend findest und da ein Mehrwert für dich ist, lass mich das mal wissen, dann würde ich da auch einfach ein anderes Video zu machen. Und ja, jetzt ist Zeit, dass du, falls du noch nicht dabei bist, auf jeden Fall abonnierst. Ansonsten, ja, freue ich mich, dass du bis hier dabei warst. Es ist ein langes Video heute. In diesem Sinne, der Sommer fängt an, schau, dass du dein Protein isst und in Form kommst. Hier im nächsten Video wirst du auch noch ein kleines Tool bekommen, was dir beim in Form kommen sehr helfen kann für den Beachbody oder einfach den Summerbody oder einfach um gesünder zu sein, dich wohl zu fühlen. In diesem Sinne, ja, danke fürs Schauen, bis zum nächsten Video. Dein Vincent.